unvermeidlich. Es gibt keinen drin. Er hat zu flüchten versucht. Trotzdem sind wir wieder da. Johnny, mein Lieber, hallo. Hallo. Wir stehen an der neuen Honda Crossrunner. Das Erste, was mir eingefallen ist, geile Farbe. Ja, wie immer, oder? Schönes Weiß, hat man vor 3 Jahren schon mal. Genau, frag mal eine Frau, was sie für ein Motorrad fährt. Sie sagt ja nicht, was sie fährt. Sie sagt ja, welche Farbe es hat, genau. Ganz kurz, da ist die Technik von der... Das ist die Technik von der VfR 800 drin, die wir voriges Jahr vorgestellt haben. Also habt ihr was aufgewärmt? Nee, das ist ein komplett anderes Motorrad. Wir haben die VfR 800F, also als Sporttourer. Die VfR 800X, ja, Crossrunner, das ist halt im Prinzip als Tourenbike gedacht. Crossover nennt man das ja heutzutage so schön. Wir haben ja wunderbare V4-Technik drin, 106 PS. Wir haben eine zweifach einstellbare und abschaltbare Traktionskontrolle. Wir haben Heizgriffe serienmäßig mit Anzeige im Display. Wir haben automatisch, also selbst rückstellende Blinker. Falls man es mal vergisst, dann gehen sie halt automatisch aus. Viele Kunden sagen uns immer, das ist totaler Blödsinn, wir vergessen das ja nie. Aber genau die vergessen es dann halt doch mal. Es gibt aber auch welche, die blinken gar nicht, so wie Renate. Das hilft am meisten dagegen. Ja, ja. Also was heißt eigentlich VFR? Ist das eine Abkürzung für irgendwas, frage ich mich seit Jahrhunderten. Der V bedeutet halt V-Motor, F für vor, 4 und ja, R wie Racing früher. Haben wir ja hier die VfR 750R stehen, die RC30, daher kommt das eigentlich immer. Also mit den ganzen technischen Assistenzen, da muss ich ja gar nicht mehr fahren können, komme ich trotzdem an, oder? Doch, du musst schon noch fahren können, aber es erleichtert halt, ne? Ist es noch ein Balancefahrzeug? Ja. Ja, wir haben noch keine Stützräder dran. Ja gut, das mit den Stützrädern hatten wir letztes Jahr, glaube ich. Wenn du sagst, die ist ganz neu, ist die schon verkauft? Nee, das ist unser Vorführer. Also wir haben natürlich noch mehr im Laden dann stehen. Aber das ist unser Vorführer, der kann auch jederzeit Probe gefahren werden, so wie das Wetter passt draußen. Bei Schnee natürlich nicht, obwohl da könnte man die Traktionskontrolle mal probieren. Aber das machen wir natürlich nie. Draußen ist eine Rampe, geht die drüber? Das geht schon. Geht schon. Ob sie heil landet, ist ja andere. Machst du oder mach ich? Nee, ich mach nie. Renate, du bist dran. Über die Rampe mit der neuen Crossrunner von Honda. Danke.